Hallo Leute, willkommen bei der LS19 Mercury Farm. Dies ist Teil 43. Jo, und ich denke, wir schauen mal, was unser Mähdrescher so macht. Ja, der ist so im letzten Drittel oder im letzten Viertel sogar. Da könnte ich jetzt schon mal anfangen, das Stroh einzusammeln. So. Sehr gut. Gucken wir mal, fangen wir hier quer an. Ach ja, warum nicht? So, warum nicht? Ganz klar, weil man dort so schlecht wenden kann. Jetzt hatte ich ihn nicht runtergemacht. Na toll. So, jetzt fahren wir hier erstmal dem aus dem Weg. Aber wahrscheinlich wird er diesen oberen Teil sowieso nicht abernten. Ja, das muss ich dann wohl machen. Gut. Dann werde ich mich wohl erstmal um das Erntefertigmachen kümmern. Gut. Also, hüpfen wir hier mal in den Mähdrescher rein. Ja. Muss ich wohl auf der anderen Seite einsteigen. Ja klar, hier ist die Leiter. Ganz klar. Also. Erstmal hier. Er ist zwar fast voll, aber nicht ganz voll. Aber er will das nicht ernten. Tja, ich guck mal da hinten. Ist ja langsam. Wenn man ihn auf Arbeitsmodus stehen hat. Nö, er will das nicht ernten. Tja. So ein Pech. Naja, das ist jetzt nur ein kleiner Streifen. Ich denke mal, das können wir zur Not verknusen. Das ist zwar ärgerlich. So. Naja, immerhin, das funktioniert noch. Der muss auch mal geputzt werden. Das mache ich dann gleich mal. So. Wahrscheinlich behalten wir dann ordentlich was übrig, wenn wir die Hühner gefüttert haben. Ist zumindest so, sagen wir mal, meine grobe Einschätzung. Aber vielleicht irre ich mich auch.
Aber den Überschuss, den können wir ja hier ins Silo packen, damit wir nicht immer Weizen anbauen müssen jeden Tag. So. Okay, und hier noch. Ja, und die Reifen schön sauber machen. So, jetzt sieht er doch gleich wieder viel besser aus. So, dann kommt er wieder in den Stall. Ein bisschen vor. So. Sehr schön. Okay, und jetzt sammeln wir Stroh ein. Das muss ich dann auch gleich verteilen. Das wird jetzt hier den Seebetrieb schon etwas aufhalten. Aber das ist, Stroh ist ja wertvoll und wir brauchen es auch. So, da fahre ich besser um die Laterne drumrum. Ja, und ich denke, ich bringe das erstmal den Pferden. Die hätten zwar wahrscheinlich noch lieber schnell Heu. Aber Heu habe ich halt nicht so schnell auf Lager. Das muss ich ja erst noch mähen und produzieren. Aber das wird heute noch was. Und es ist ja auch noch genug für mindestens einen Tag da. Also die Pferde darben jetzt nicht. Aber es sollte halt dringend aufgefüllt werden. Es wäre vielleicht auch ganz nett, hier so dieses Feld, was hier vorne links ist, wo wir jetzt so drauf gucken, das zu haben und dann die Wiese von den Bäumen zu befreien und dann auf der Wiese im Prinzip das Heu machen und auf dem Feld den Hafer für die Pferde anbauen. Wobei möglicherweise ist das Feld sogar zu klein für den Hafer für die Pferde. Die brauchen ja ganz schön große Mengen. So. Okay, jetzt mache ich hier erstmal die Tür auf.
Aber dann bräuchte man halt vielleicht zwei Felder oder so. Aber um die Nähe zu nutzen günstig, müsste man dann hier praktisch einen kompletten Hof haben. Mit Mähdrescher und allem, sonst macht das ja keinen Sinn. Sonst muss man mit dem Mähdrescher immer bis dahin fahren. Und da ist es dann einfacher, mit dem Heu hier hinzufahren. Ups! Mit dem Hafer meine ich. Nein, falsche Richtung. Tja. Knapp daneben ist auch vorbei. Ah, jetzt, sehr gut. Okay, gut. Dann mache ich das gleich mal wieder zu. So, jetzt habt ihr schön Strom. Gut. Und jetzt gucke ich noch mal. Ah, die Kühe brauchen eigentlich keinen Stroh. Und ich glaube, die Schafe brauchen sowieso keinen Stroh. Okay, dann kann ich das restliche Stroh aufheben oder verkaufen. Tja. Mal gucken, was das gerade für Preise gibt. Denn ich glaube, ich produziere mehr Stroh, als ich verbrauche. Stroh ist, glaube ich, dieses hier. 79. Das ist jetzt nicht viel. Aber ich glaube, das ist ein gängiger Preis. Na, ich pack's erst nochmal in den Silo. Weil ich glaube, der Preis kann noch besser werden. Und da lohnt sich ja kaum die Anfahrt zum Strohbahn. Wobei das nicht wirklich weit weg ist. Tja. Naja, solange in das Silo noch ordentlich Stroh reinpasst, packe ich da jetzt noch was rein. So. Ich meine, ich könnte auch überlegen, ob ich mir so ein Silo da bei den Pferden hinstelle. Das passt vom Stil her wenigstens schön. Und es müsste da hinpassen. Ja. Ich denke schon. Da brauche ich allerdings auch 59.000 Euro oder so. Also das geht schon ins Geld. So.
Ja, ich glaube, ich mache hier mal eine kleine Aufnahmepause, bis ich hier dieses Stroh fertig eingesammelt habe. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe meine Pausenfunktion jetzt auf eine andere Taste gelegt. Ja, und dann würden wir uns wiedersehen, wenn ich hier mit dem Stroh fertig bin. Bis gleich. So, jetzt habe ich das meiste Stroh eingesammelt. Und das werde ich jetzt wohl auch zu dem Tierhof bringen und den Kühen noch mal ein bisschen was geben. Da hat ja, glaube ich, noch ein bisschen was reingepasst. Und den Rest dann dort in den Silo, damit ich beim Tierhof immer Stroh auf Lager habe. Aber vorher werfe ich hier noch mal den Seehelfer an. So. Dass der Anhänger nicht stört. Nee, der ist weit genug weg von dem kleinen Stück hier. Ja, den Hafer habe ich schon aktiviert. So. Gut, dann kannst du jetzt loslegen, lieber Helfer. Okay, sehr schön. Und ich fahre jetzt zum Tierhof. Da muss ja der Ladewagen sowieso wieder hin. Und dann passt das gleich. So, hoppel hoppel. Ah, da muss ich dann wieder in den Kuhstall reinfahren. Grusel, grusel. Aber ich könnte es natürlich auch mit rückwärts reinfahren versuchen. Beides keine Optionen, die mir angenehm sind. Ich probiere es mal mit dem Rückwärts. So. Helfer A wird durch ein Objekt blockiert. Okay, da muss ich wohl mal nach dem Rechten schauen. Ja, gucken wir mal. Ach, also doch. Na gut. Ja, dann übernehme ich mal kurz. So. Vielleicht sehe ich hier auch mal vorgewendemäßig aus. So, damit hier das Wenden besser klappt. Tja. Das stört schon sehr. Ich guck mal, ob ich die hier absägen kann oder ob ich dafür erst das Nachbargrundstück kaufen muss. Drehen, drehen. So. Oh, müsste gehen. Hinknien. Jawohl. Meine Güte, wenn ich das geahnt hätte, hätte ich das schon längst gemacht. Ach, du hast keinen Zugang zu diesem Land. Das geht nicht, aber das ging. Okay. Und hier? Ach, nur das eine ging. Ja. Aber das ist gerade an der kritischen Stelle. Da sollte ich dann aber schon auch demnächst gleich mit der Stumpenfräse vorbeikommen. Oder das vielleicht etwas niedriger absägen. Ja, ich säge das niedriger ab. So.
Oh, das war vielleicht ein Fehler. Ich hätte das vielleicht gar nicht gekonnt. Ich hätte das eigentlich wohl gar nicht gekonnt. Nun gut, es ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. So, aber nur ein klein wenig. Wenden müsste ich dann da in dem Nachbarfeld. Was natürlich nicht die feine englische Art ist. So. Erstmal hier ein Stückchen. Dann komme ich jetzt hier zurück. Eher nicht. Eieiei. Naja, dann bleibt es bei einer Reihe Vorgewände. Kommen wir hier drüber? Nein. Ja, da muss ich auch mal mit der Stumpenfräse vorbei. So. Ja. Das ist ein bisschen ein Nachteil von dieser Sämaschine. Die braucht nach hinten ziemlich viel Platz. Aber ich denke mal, jetzt ist es auf der richtigen Spur. Das wird dann auch irgendwie funktionieren. So, wo war ich denn stehen geblieben? Hier war ich stehen geblieben. Oh ja. Nun gut. So. Wenn ich mir doch nur mal merken könnte, in welche Richtung ich hier lenken muss, um meine Anhänger zu bewegen. Also rein theoretisch weiß ich, dass es im Prinzip die Gegenrichtung ist, aber ich vergesse es immer wieder. Also meine Hände wissen es nicht. Naja, da muss ich vielleicht noch bis LS25 spielen oder so, bis ich das halbwegs drauf habe. Tja. Wäre ich vielleicht doch besser reingefahren. Aber wenn ich es immer vermeide, dann lerne ich es ja auch nicht. Insofern, ach ja, und jetzt habe ich da nicht mal 1000 Liter losgekriegt. Nun gut, aber ich habe das Rückwärtsfahren geübt. So. Und der Rest kommt ins Silo. Okay. Sehr schön. Und schauen wir mal, was als nächstes ansteht. Das könnte eigentlich Heu machen sein. Jo. Dann machen wir mal eine kleine Runde und eigentlich eine große Runde Heu. Ah, erstmal auf der Karte gucken.
das Gras, wie weit das ist. Ah ja, das habe ich mir gedacht. Also das offizielle Feld ist noch nicht so weit, wobei ich mir auch überlegt habe, ob ich vielleicht einfach, wenn ich nachher noch Zeit habe, dieses hier mal vormittags abmähe, damit es nicht immer später wird. Sonst verliere ich noch mal einen ganzen Tag und von diesem Sonnengelben bis zum Orange ist es, glaube ich, höchstens 20% oder so. Da würde ich dann weniger verlieren. Also hier kriegt man weniger Ernte, als wenn es so ausgereift ist. Und was ich mir dachte, ist, dass ich außerhalb vom offiziellen Feld Heu mache. Mal gucken, wie viel das überhaupt noch ist. Oh, das kann man jetzt dann nicht so deutlich sehen. Naja, ein bisschen was wird schon zusammenkommen. Und im Zweifelsfall muss ich vielleicht mal das ganze Feld zum Heumachen heranziehen. So. Oh, der steht aber ungünstig. Der Wender. Den habe ich wohl mal verschoben oder so. Ups, nein, nicht umwerfen. So. Na, klappt doch. Super. Na, komm. Ach so, ich drücke die falsche Taste. Gratuliere. So, jetzt fahre ich einfach hier so am Rand entlang. Okay, erstmal klappen. Dann anwerfen. So. Ja, ich habe das offizielle Feld schon ziemlich weit hier rüber gezogen. Man sieht das an der kleinen Farbveränderung. Aber ich könnte ja theoretisch auch die Wiese von dem neuen Feld einfach mal fällen. Da wo, fällen, ja, klasse. Abmähen, meine ich. Zurück, die will ich nicht mitnehmen. Ja, so geht's. Bevor ich das zum Feld mache, könnte ich da einfach Heu machen. Das wäre doch eigentlich eine tolle Idee. Und fäll ich noch ein paar Bäume, damit sich das auch lohnt. Sodass sich schon mal eine halbwegs vernünftige Feldfläche ergibt. So, geht das so vorbei? Ja, gerade so. Und dann gehe ich da noch mal Heu machen. So. Jetzt gucke ich mal. Ich glaube, hier bin ich schon im Bereich des offiziellen Feldes. Ja. Seht ihr da den Unterschied? Rechts ist es ein bisschen bräuner, der Untergrund. Das ist das, wo das offizielle Feld ist. Also kann ich sozusagen hier entlang mähen.
Oh, und demnächst sollte ich mal tanken gehen. So. Das könnte ich dann gleich ratzfatz mit dem Ladewagen einladen und den Pferden geben. Dann freuen die sich. Bei den Pferden merkt man das schon ganz ordentlich, dass ich da halt jeden Tag welche dazu kaufe. Da mache ich ja immer aus einem Pferd drei. Und ja, dann werden natürlich die Futtervorräte knapper. Ja, Screenshot machen. Okay, jetzt ist er natürlich vom Pfad der Tugend nur ein bisschen abgekommen. Also es geht noch. So. Ja, hier wäre jetzt natürlich auch ein Schwader eine feine Sache. Aber erstens mal habe ich noch keinen Schwader. Und in, ja, mit dem Baum wäre das dann auch ein bisschen umständlich, da rumzuschwadern. Darum sammle ich das einfach so auf mit dem Ladewagen. Das geht auch. So. Hier fängt das Feld an. Bergauf. Ich meine, dieses etwas bergigere Stück eignet sich schon zum Heumachen, weil mit der Mähmaschine und dem Wender, das ist nicht so anstrengend für den Trecker, als wenn auch noch der Ladewagen dran hängt. Und der Ladewagen einzeln ist natürlich auch nicht so anstrengend. So. Ja, das ist jetzt gleich geschafft. Ja, ich fahre noch einmal hinter. Da kann man dann auch noch ein bisschen was mitnehmen.
So. Ja, das sollte ich jetzt eigentlich auch noch hier abmähen, dieses Stück. Ja, ich denke, ich mache einfach mal eine Pause und in der Pause mähe ich hier fertig, woran, wo ich gut rankomme und sammle das mit dem Ladewagen auf. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das zu den Pferden bringe. Bis gleich. So, jetzt habe ich den Wagen voll. Jetzt fahren wir mal zu den Pferden. Die werden sich bestimmt freuen über frisches Heu. So, da gibt es schon immer ordentlich was zu tun auf so einem Bauernhof. So, links und rechts gucken, das müsste gehen, hoffentlich. So. Der Trog schluckt ganz schön was weg. Okay. Na, und ich denke, ich schau mal, wie viel die jetzt haben, ob sie damit jetzt zufrieden sind. Oh, das mache ich mal weg. Das sieht irgendwie immer so krass aus, wenn das Gras aktiviert ist. Darum macht es wohl auch Sinn, dass hier zu dass man es deaktivieren kann. Okay. Ah, aber was ich gucken könnte. Ja, hier sieht man deutlich, wo ich geerntet habe. Immerhin, das ist schon sehr informativ. Jetzt wollte ich aber was anderes gucken. Erstmal speichern. So. Und dann gucken wir mal nach den Pferden. Ja, die Kühe haben jetzt hier volles Stroh. Das ist gut. Die sind echt gut versorgt. Aber es sind ja auch nur wenige Kühe. Ich habe jetzt gerade mal 7 Kühe. Aber das machen wir halt. Richtig Kuhhaltung will ich ja erst machen, wenn ich das neue Feld fertig habe. Und das kann noch ein bisschen dauern. So. Okay. Vor lauter Tieren komme ich ja immer nur sehr schlecht bis zu den Pferden runter. Okay, sie haben jetzt also genug Stroh. Oh, und das Heu ist schon im oberen Orange-Bereich. Das ist eigentlich ganz gut. Dann reicht es ihnen vielleicht, wenn ich denen noch den Rest bringe, der da noch auf der Wiese ist. Und dann ist das erstmal wieder genug. Und ja, Wasser wollte ich ihnen ja sowieso noch vorbeibringen. Okay, gut. Das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.